Rattenvorhut, Rattenprüfer, Skorpioninnen, Seele des alten Eisenkönigs, Schmelzerdämon, Unheilskönigin-Seele, Habsucht-Dämon-Seele, Gerippe-Fürsten-Seele, Henkerswagen-Seele, Turmgargoyles, Ruinenwächter, Dehnwache, Drachenreiter, Verfolger und letzter Riese. Und ja. Gab es jetzt von Bendrick keine Seele oder wie? Nö, irgendwie nicht. Aber. Aber? Wir könnten ja theoretisch. Wir haben ja noch diese neuen Teile hier irgendwie. Dat und dat. Ja. Wir hatten doch unten, ganz unten, da wo auch dieses Froschmonster war, dieser Froschgegner. Hm. Da hatten wir doch noch zwei Türen, wo wir nicht durchkamen, weil die verschlossen waren. Aufpassen. Aha. An die hast du jetzt nicht mehr gedacht, ne? Nee, ich war gerade so glücklich, dass der Schweinehund endlich weg ist. Wenn mich nicht hättest, wär's jetzt schon wieder tot. Arschloch. Ey, du Sau! Wolltest du mich verarschen? Krass, mit der Waffe kriegen wir den nicht mehr tot? Nö. Ich glaube, es hackt. Ja. Die hätten jetzt auch mal weg sein können, wo den da links der... Den aber da, die habe ich jetzt echt haben. Nicht mehr gedacht, ey. Ja. So eine Scheiße. Jetzt rennst du dran vorbei und dann vergisst es. aufpassen, sagt sie. Ja. Aber dankeschön, du hast mir gerade ein bisschen das Leben gerettet, glaube ich. Ich hätte wieder wie am Spieß geschrien, dass die da auf einmal sind. So, weißt du denn noch, wo die Türen waren? Die eine Tür weiß ich, die war ganz am Ende. Ich weiß gar nichts mehr im Moment. Ich bin gerade... Da hinterm Frosch, da war doch hinterher noch ein Feuer und da war noch eine verschlossene Tür gewesen. Meinst du diesen Feuerspucker-Frosch oder was? Nein, den Froschboss meine ich. Ach, den Froschboss? Ach, mein Gott, da weiß ich gar nicht mehr, wo der war. Ja, ich aber... War da eine Tür? Da waren sogar zwei Türen, die verschlossen waren. Ja, das kann sein. Lass mich in Ruhe. Ich will nichts von dir. So. Müssen wir mal eben gucken. Das müsste ja theoretisch hier... Da müsste eine Tür gewesen sein. Direkt am Feuer oben, wenn man die Treppe hochgegangen ist. Du erzählst mir hier Sachen, das weiß ich alle gar nicht mehr. So, hier die Treppe. Die war vorher verschlossen. Ob wir die jetzt aufkriegen. Hier oben, die war doch zu. Ach so, die meinst du. Die war doch zu gewesen. Ja. Gucken wir mal, ob wir die jetzt aufkriegen. Mit den Sachen. Ja. Sieht scheint aus. Aufzugehen. Ups, was ist das? Blalalala. Was ist das denn? Untote. Würde ich mal theoretisch ohne Beine. Sagen. Sackhüpfer. Oh ne, Sackhüpfer kommen da auch nicht zusammen. Sackkriecher. Tittenkriecher sind das. Giftstein, oh cool. Und Blutungsstein. Auch nicht schlecht. Alter, wo sind wir denn da? Das ist eine gute Frage. Oh, ich höre schon wieder was singen. Ja, ich auch. Ah, ich glaube, ich weiß das. Was denn? Wo wir auf Inferno die Klamotten gesehen haben, da unten waren wir doch, wo das ganze Wassergedönse ist. Ja, da haben wir doch auch alles eingesammelt. Ja, aber da hing doch oben noch was. Da hing oben noch was? Ja, da hast du doch noch gesagt, wie kommen wir denn da hin? Erstmal steht da so ein Affenarsch. Der im Moment noch nicht so viel kann. Nee, aber drin sind aber auch noch welche. Na du? Na super. Du mich auch. Alter Ziegenkopf. Da singt doch wieder jemand. Was droppt der denn? Der Wurmskraut. Ja, für den Magier ganz gut. Jetzt hat sie aufgehört zu singen. Was ist hier los? Wieso hat die jetzt aufgehört zu singen? Ach, ist das die Tante, die wir befreit haben? Ja. Hallo. Who are you? And what do you want from us? Milfinito. That is what we are called. My name. Do you mean our name? We know nothing of the outside world. We sing eternally for those who bear death and dark within themselves. We have been here forever. We know nothing of the outside world, and we do not need to.
The little ones were born from the great dead one. And the great dead one taught us song. We have sung ever since to comfort those bound by death and dark. This is what we were taught. We hear a song in the distance. You rescued a Milfinito who was taken from us. Take this. We Milfinito thank you. Ah. Mit der Feuersamen. Mit der haben wir aber schon mal gesprochen. In der Hütte, glaube ich. Ja, aber die ist doch dann verschwunden irgendwie. Und dann haben wir doch noch eine oben gerettet, wo wir diesen komischen Schwertschlüssel in das Viech gepiekt haben. Vielleicht gibt die uns ja noch was. You silence that cursed singing. Please accept these as a thank you. Göttliche Segen. Naja, das ist jetzt nicht so berauschend, was wir von der kriegen. Do you seek comfort too? You poor thing. Take this at the very least. Noch mehr. Glatter seidiger Stein, this is all that we can do. Okay. The little ones were born from the great. Das kennen wir schon. Okay. Dann haben wir hier also drei Sachen gekriegt, die uns nicht wirklich was bringen. Oh, hier kann man beten. Bete doch mal. Leider passiert nichts. Ja, ist ja sensationell. Also, dafür gehe ich beten. Ich weiß schon, warum ich nicht in die Kirche gehe. Oh. Weil passiert eh nicht was, wenn man betet. Ich Ketzer! Echt, ey. Ich finde das cool mit dem Gesinge und so. Das hat, macht Atmosphäre, aber ohne Ende. Wo sind wir denn da? Wo sind wir Bin Laden oder was? Wo sind wir denn da? Achso. Wo sind wir Bin Laden? Auch gut, oder? Was haben wir denn da? Noch ein Feuersamen, meine Fresse. Wir haben mehr Feuersamen, wie wir brauchen. Ah. Oh. Da ist eine Kiste. Oh, ist eine Kiste. Da. Ach, da. Na, da. Ist da auch eine? Ich trau mich hier gar nicht lang. Hier ist auf jeden Fall Boden. Ja, ist nur fraglich, ob du da wieder hochkommst. Jo. Da ist nichts. Da ist auch eine Kiste. Ja. Geht. Immer schön am Rand lang. Gut. Immer an der Wand lang. Mit dem Arsch an der Wand. Ja, da gab es irgendwann mal früher, wo ich klein war, gab es so ein blödes Lied. Da haben sie auch immer gesungen. Immer an der Wand lang. Asketenleuchtfeuer, ja gut, die Asketenleuchtfeuer, die sind zwar ganz praktisch, ich weiß sowieso nicht, wie das mit dem Asketenleuchtfeuern funktioniert. Ich habe das ja mit meinem anderen Charakter schon mal ausprobiert. Dann wird das der Bereich halt von dem Leuchtfeuer, wo man da gerade dran sitzt und was alles in dem Bereich drin ist, wird auf neues Game Plus gesetzt. Das heißt, vom Schwierigkeitsgrad her. Mhm. Und die Gegenstände sind halt dann auch so da wie im neuen Spiel Plus. Mhm. Scheiße. Hau doch mal gegen die Wand. Gut. Und jetzt weiß ich aber nicht, wie das ist, wenn man dann wirklich ins neue Game Plus geht. Ob das dann halt, wenn ich jetzt 1 auf Plus 2 gemacht habe und ich dann ins neue Game Plus gehe, ob das dann schon auf Plus 3 ist oder was, das weiß ich nämlich nicht. Hm. Weil das wäre ja echt ätzend. So, was haben wir denn hier? Menschentöter, das hört sich gut an. Ich mag eh keine Menschen. So, gucken wir mal eben. Zumindest keine anderen Spielermenschen. Was könnte denn der Menschentöter sein? Menschentöter, was haben wir denn da? Das ist Uchigatana, Nodachi, Schwarzstahlkatana. Menschentöter. Das ist eine Waffe, wo Gift drauf ist. Da, wie geil, da ist Gift drauf. Im PvP kommt das doch bestimmt richtig geil. Wenn du damit triffst, dann sind die Gegner immer vergiftet. Mhm. Und vor allen Dingen, es sind ja mittlerweile auch Patches gekommen, wo man dann im PvP keine Tränke mehr trinken kann. Aha. Ich war ja immer so ein Kandidat, der Tränke getrunken hat, weil ich sowieso keinen Bock auf PvP hatte. Ja, bin ich auch ganz ehrlich, ich hasse PvP wie die Pest. Gut, dann sind wir hier anscheinend auch schon wieder fertig. Weil da unten war sonst nichts mehr.
Dann war das also nur hier für die Troller. Ob das hier vielleicht, ob wir vielleicht sonst irgendwelche anderen Sachen noch hätten erledigen müssen, um hier vielleicht ein Eid beizutreten oder so? Hätte vielleicht sein können. Das weiß ich nämlich nicht. Bisher habe ich mich auch nur über die Questreihen schlau gemacht, weil die auch noch ganz interessant in dem Spiel sind. Vielleicht werde ich ja doch irgendwann mal noch ein neues Spiel Plus aufnehmen. Dann für mich alleine mit euch zusammen halt, ohne die Frau. Weil ein zweites Mal mit der Frau spielen, ich glaube, das langweilt die nur. Ja. Obwohl ich gehört habe, dass es ja schon komplett anders sein soll. Und ich muss auch dazu sagen, ich werde es definitiv nicht direkt hier im Anschluss machen. Also wenn dann mal, wenn ich mal große Langeweile habe, zumal für zwischendurch, dass ich das mal mache. So, und wo war jetzt die zweite Tür? Das war die Tür, wo die Brücke war im Wasser. Aber kannst du dich noch dran erinnern? Da hatten wir doch so eine Brücke, die wir im Wasser so schemenhaft gesehen haben. Ja, das war auf der anderen Seite. Das andere Leuchtfeuer davon. Das war auch in dieser Wasserregion. War hier, ne? Ich teste mal, ob das da war. Mal gucken, ob wir die Tür dann auch noch aufkriegen. Jetzt müssen wir halt nur aufpassen, dass die blöden Rotzpoppels da uns nicht wieder alle erwischen. Und vor allem musst du gleich wahrscheinlich eh eine Fackel anmachen, um das überhaupt zu sehen. Ne, ich glaube, das war hier... Ach, dieses Feuer. Da bleibt der auch am Feuer hängen, ey. Ich will nicht... Ja, den Gegenstand will ich haben. Menschenbild. Ja, cool. Menschenbilder nehme ich immer dankend an. Komm her jetzt, du Sau. So, ich meine... Da war nämlich gleich schon einer. Jo. Nö, brav. Komm noch ein. Gott sei Dank noch, bevor sie geschossen hat. So. Oh nein, 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 lass mich. Na super. Hinten reingerannt. Ja, lass sie doch kreischen, die alte Sau. So, jetzt müssen wir darüber. Da war nix. Da steht noch einer und dann müsste da gleich irgendwo die Brücke sein, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Arschloch doch noch getroffen. Diesmal dich. Diesmal nicht mein Freund. Oder nicht Freund. Da ist das. Siehst du? Was war das? Hat dein Handy vibriert? Ja. Hier ist die Brücke. Ah, ja. Na, gucken wir mal eben schnell, ob da... Ob da die Tür jetzt aufgeht. Das Doofe finde ich halt immer, gerade auch bei der Tür, die wir gerade aufgemacht haben, dass keine Info kam, was jetzt die Tür geöffnet hat. Weil sonst steht er ja immer bei, dieser Schlüssel hat das geöffnet. Weil? Immer noch verschlossen. Wolltest du mich verarschen? Moment. Jetzt will ich was ausprobieren. Meinst du, jetzt geht's? Ich habe keine Ahnung. Jetzt ist es auch noch davon abhängig, ob man menschlich ist oder nicht? Ja, anscheinend. Ob das mit der anderen Tür das dann ist vielleicht... Ein Thron. Was? Da steht ein Thron. Ach, vielleicht ist das hier der Thron von dem König. In der Höhle. Gucken wir mal. Ja, dann ist das der Thron von dem König. Dann ist das hier die Seele von dem, den wir gerade geplott gemacht haben. Ob dann jetzt... Warte mal, wenn ich die Tür... Was sucht die jetzt da unten? Ja, das weiß ich nicht. Wenn die Tür jetzt menschlich aufgeht. Mhm. Wobei, beim letzten Mal, als wir da waren, waren wir auch menschlich. Vielleicht muss man menschlich sein und den König erst getötet haben. Vielleicht, ob das dann mit der anderen Tür vielleicht so ist, dass man da tödlich sein, also nicht tödlich sein, so tödlich sind wir ja immer, also Hülle, dass die dann deswegen aufgegangen ist. Ach, die Frau, die muss mal wieder aufs Klo. Wir machen wieder eine kleine Unterbrechung und wir sehen uns gleich sofort wieder. Bis gleich.
So, da sind wir wieder zurück. Die Frau hat ausgeschissen und ich würde sagen, wir gucken dann hier noch. Du hast verschissen, hast du. Ja, aber sowas von. So, ich würde sagen, gucken wir hier nochmal, was wir hier so finden. Kann ich dafür, wenn ich so eine Dackelblase habe, da muss ich doch nicht gleich verschissen haben. Noch eine Kiste. Okay, Kiste können wir auch noch öffnen. Das war ja auch wieder nur ein kurzes Teil hier. Königskrone, oh. Königsrüstung, Königstulpen, Königsgamaschen. Oh, wir sind König. Wir sind König, ich kröne mich. Jetzt kommt die Krönung, alle stillgestanden. Kniet nieder, liebe Freunde, denn der König kommt. Was kann die denn überhaupt? Die kann ja gar nichts. Ist ja auch nur eine Krone. Krone von König Vendrick, dem König von Drenlake. Wie wird man zum König? Einige sagen durch Geburt, andere sagen durch Schicksal. Vielleicht ist es aber auch belanglos, solange der König sein Volk zu einen vermag, ja. Och, wie hübsch. Die Königin, die man Königin. Man sieht was vom Gesicht. Ist das hier Königsrüstung? Eine Frau ist König. Königinnen halt dann. Königsstulpen, aber können tun ja alle nichts, die Sachen. Ja, ein König muss ja eigentlich auch nicht wirklich kämpfen können. Ne? Kann das was? Auch nicht. So sieht also ein König aus. Ja, das ist mit aber das. Roten Zöpfen. Das ist aber das Originalgewand, ja. Was der Typ auch anhatte. Ja. Schick. Hübsch sind wir. Ja, laufen wir mal ein bisschen so rum. Ja, so aber nicht kämpfen müssen. Aber. Aber. Hier scheint es auch nichts mehr zu sein. Ja. Das heißt, ich mache jetzt Rückteleport. Heiei. So, jetzt stehe ich aber ein bisschen auf dem Schlauch, wo wir hin müssen. Weil wir haben jetzt, ich wüsste jetzt noch zwei Sachen, die wir machen können. Hm. Zum einen einmal nach, Moment. Zum einen einmal ins DLC-Gebiet und zum anderen nochmal den Finsterschleicher versuchen. Hm. Moment, was wollte ich denn jetzt geguckt haben? Irgendwas, ja, aber mit dem Finsterschleicher hast du ja gesagt, da wolltest du noch irgendwas auf Zauberei unbedingt machen, weil du den sonst nicht schaffst. Ja, aber wir haben ja jetzt schon wieder ein paar neue Rüstungen und Waffen und sowas alles. Im Gegensatz zu vorher. Wir haben, glaube ich, auch sowieso schon wieder etwas weiter geskillt. Ja, musst du selber. Entscheide du, wo wir hingehen. Weil ich wüsste sonst nicht, wo wir noch... Du kannst ihn ja jetzt einmal versuchen. Und wenn du wieder nicht schaffst, dann gehen wir ins DLC. Ja, dann machen wir es so. Was wollte ich denn jetzt noch gucken? Achso, ich wollte wegen den Ringen geguckt haben. Ob wir noch einen Ring kaputt haben. Ob wir vorher nochmal... Ja, dann gehen wir vorher nochmal nach Majula. Mhm. Können wir vielleicht sogar noch ein Level... aufsetzen. Also ich habe mir gedacht, wir gehen jetzt nach Majula, da werden wir erstmal den Ring reparieren. Ja. Dann werden wir die ganzen Seelen ploppen. Ja, und so weit leveln wie geht, oder was? Genau, so weit leveln wie geht. Dann auf müssen... Wille? Hä? Auf Wille, ne? Ja, auf Wille. Wir wollen ja... I knew you. Warum drücke ich da immer? Ich will ja, dadurch, dass der Finsterschleich so viele Zauberei hat, will ich ja diesen Wille-Zauber haben. Ja, das meinte ich ja. Der dann diese verabschwächt, die Zauberei. Jetzt ist nur die Frage, ob ich dann vorher, am Moment, erst Seelen ploppen, dann aufleveln und dann vorher nochmal zum Eisenschloss darf, wegen den Gewürzen benutzen. Ja. So, gucken wir mal eben. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal vorne an. Mhm. Das sollte ja nicht allzu viel sein. Ja, 100, Wahnsinn. Das ist ja unglaublich. So, das sind 1000. Das sind schon mal 4000. Das sind 3000. Ich finde auch so eine Krone, die sieht hübsch aus. Ja, ne? Oh, da gibt eine schon 5000, das ist gut. Oh, da habe ich die falsche Haarfarbe mittlerweile für. Wenn da, dann müssten die ja jetzt 10.000 geben, oder? Ne, 8000. Aber die geben dann 10.000. Also 30.000. Ja. Mhm. Und dann kriegen wir jetzt nochmal 100.000. Ja. So. 285.000 Seelen. Wenn wir jetzt ganz verschwenderisch werden, würden wir die anderen auch nochmal ploppen, aber nein, das mache ich nicht. Nicht an dieser Stelle. Bearer of the until hope has. So, aufsteigen. Und wir wollten Wille.
36.000 brauchen wir. Guck mal, auf 20 sind wir schon hoch. Ja. 28 braucht man. 28 braucht man, wir haben aber 4 Skills.